Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Das ist jetzt schon der zweite Versuch, dieses Video zu filmen. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Heute wollte ich mit euch über ein Thema sprechen, was ihr vorgeschlagen habt. Auf Instagram habe ich ein paar Nachrichten gekriegt, ob ich mal über Dinge sprechen kann, die mir jetzt immer noch schwerfallen als Lehrerin, quasi über meine Baustellen. Und ich finde, das ist ein super Video, denn man hat oft das Gefühl, alle anderen kriegen es super auf die Reihe, nur man selbst irgendwie nicht. Und da bin ich auch nicht gefeit von. Also ich bekomme so viele liebe Nachrichten von euch. Oh, du bist so eine tolle Lehrerin, du bist so super. Danke, freut mich sehr, aber ihr seht hier auch nur einen kleinen Teil. Natürlich präsentiere ich mich hier auch, ich sag mal eher von meiner besseren Seite. Und ich habe auch viele Dinge, die einfach schief laufen und die nicht so klappen und an denen ich arbeiten muss. Ich bin auch nicht perfekt, ich bin auch nur ein Mensch. Und ja, in Zeiten heutzutage, wo man oft auf Instagram auch so das Gefühl hat, dass nur das Beste nach außen gekehrt wird und man nur ganz viel tolle, erfolgreiche Lehrer sieht, ist, glaube ich, auch wichtig, mal darüber zu sprechen, was läuft eigentlich noch nicht so bei mir. Und da blinkt der Akku. Dieses Video soll nicht sein. Es ist unfassbar. Baustelle ist mein Kamera-Equipment. Versuchen wir es mal weiter. Mal schauen, was als nächstes kommt. Also ich habe mir auf meinem Handy eine Liste gemacht. Und der erste Punkt ist tatsächlich etwas, was gar nicht direkt mich als Lehrerin im Unterricht betrifft, sondern kollegiales Zusammenarbeiten. Da muss ich einfach dran arbeiten. Ich bin generell ein Einzelgänger. Ich bin jemand, der gerne alleine arbeitet. Ich kann auch im Team arbeiten, das geht schon, das mache ich auch gerne, aber ich habe manchmal Probleme damit, Aufgaben abzugeben, für die ich eine bestimmte Vorstellung habe. Also ich habe kein Problem damit, im Team Ideen auszutauschen und auch verschiedene Aufgaben zu vergeben, aber wenn ich eine Vorstellung von einer Aufgabe habe, erwarte ich von anderen, dass die genauso umgesetzt wird. Und das ist halt einfach Quatsch, andere Leute haben andere Kompetenzen und die setzen eine Aufgabe anders um und das ist auch super, wenn nicht sogar besser. Und ja, da muss ich einfach ein bisschen an mir arbeiten, quasi den anderen zu vertrauen, dass sie diese Aufgabe gut erledigen werden und dass ich nicht immer alles selbst machen muss. Weil das wird natürlich auch für mich stressig. Wenn ich keine Aufgaben abgeben möchte, weil ich selbst perfekt machen will, dann führt das nur zu Stress für mich. Das nächste ist, dass mein Unterricht oft sehr lehrerzentriert ist. Ich stehe im Mittelpunkt, ich erzähle ganz viel. Ich bin diejenige, die das Ganze lenkt und steuert und das nervt mich so dermaßen manchmal, weil es für mich zum einen anstrengend ist, zum anderen weiß ich, wie man eine schöne Partner- oder Gruppenarbeit macht, aber ich mache es oft nicht, weil es eben zusätzliche Arbeit ist und es oft einfacher ist, dass alles bei mir wieder zusammenläuft. Es ist eben ein bisschen mehr Chaos und benötigt auch ein bisschen mehr Zeit, wenn man die Schüler Sachen erarbeiten lässt, anstatt einfach frontal ihnen Input zu geben. Und da muss ich mich wirklich auch mehr daran erinnern, zu sagen, okay, und jetzt trete ich mal zurück und jetzt können die Schüler sich mal völlig selbstständig was erarbeiten. Denn es geht ja im Unterricht nicht um mich, sondern eben um die Schüler. Und da den Ball eben immer wieder zu den Schülern zurückzuspielen und ihn aber auch wieder haben zu wollen, ist nicht die richtige Taktik, sondern einfach mal sagen, hier ist der Ball, macht ihr mal was draus und ihnen entsprechende Hilfsmittel dabei beiseite zu stellen. Ja, es erfordert Arbeit, aber da muss ich unbedingt dran arbeiten, dass es weniger lehrerzentrierter Unterricht ist. Der dritte Punkt ist Konsequenz. Ich muss viel konsequenter sein in Sachen Strafen, sage ich mal. Oder ja, eigentlich ist Konsequenzen schon das richtige Wort. Wenn eben Schüler sich daneben benehmen, ich habe eigentlich schon klare Vorgaben bzw. klare Erwartungen und habe auch entsprechende Konsequenzen, die dann folgen. Aber manchmal merke ich selbst, dass ich jetzt nicht ganz so konsequent war, wie ich sein sollte. Dann ermahne ich lieber noch 5-mal, anstatt direkt die Konsequenz auszusprechen. Und da muss ich eben ein bisschen an mir arbeiten. Und vor allem, ich finde auch, es gibt wenig sinnvolle Konsequenzen. Also ich habe so meine Probleme mit Strafarbeiten, sind manchmal eben ein bisschen sinnfrei. Wenn es ums Nacharbeiten geht von etwas oder Aufgaben zum Unterricht, ja, ist sinnvoll, bedeutet aber oft für mich zusätzliche Arbeit, dass ich mir Aufgaben ausdenken muss. Nachsitzen finde ich jetzt auch eigentlich nur sinnvoll, wenn jemand was nachzuarbeiten hat. Aber ansonsten, mir fehlen da so ein bisschen kreative Ideen oder gute Ideen, wie man Schüler sinnvoll was für Konsequenzen man Schülern geben kann, die auch sinnvoll sind. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was bei euch gut funktioniert. Der nächste Punkt ist sehr fachspezifisch, nämlich im Fach Englisch muss ich mehr auf die Einsprachigkeit achten. Mich nervt das total, bei den Neunern klappt das relativ gut. Da muss ich mich aber auch immer wieder selbst ermahnen, Mensch, zieh's durch. Auch organisatorische Sachen kann man auf Englisch machen. Es war vorher am Gymnasium, war es einfach so, das lief. Und ich war letztes Jahr irgendwie so geschockt, dass das hier jetzt nicht mehr so einfach war, dass ich wirklich für arbeiten musste, diese Einsprachigkeit am Leben zu erhalten quasi, dass ich da jetzt ein bisschen nachlässig geworden bin. Und da muss ich mich wieder selbst dran erinnern, hey, es ist Englisch, es ist nicht Deutsch, es ist Englisch und da spricht man Englisch. Und gerade bei den Zehnern fällt es mir extrem schwer, weil ich so im Abschlussmodus bin, dass ich einfach sicherstellen will, dass sie alles, was wir wiederholen, auch wirklich verstehen. Und es sind eben viele Grammatikthemen und es geht oft darum, wie gehe ich überhaupt so eine Aufgabe an. Es geht um Aufgabentypen und da spreche ich
viel, viel, viel zu viel Deutsch. Also da muss ich echt mehr aufs Englische eigentlich achten. Aber gerade, wir haben jetzt so ein paar Wochen bis zur Prüfung, da geht es nur noch darum, so viel wie möglich in die Köpfe reinkriegen, was irgendwie geht. Und ja, ist nicht so die beste Taktik, aber da muss ich dran arbeiten und Strategien finden, mich und die Schüler zur Einsprachigkeit anzuhalten. Der nächste große Punkt sind meine Materialien. Ihr seht hier hinten, ich habe die Ordner und ich habe an sich Materialien schön sortiert, aber in den Ordnern herrscht absolutes Chaos. Also sie sind zwar nach Fächern und Klassenstufen sortiert, aber da drin sind die im Prinzip chronologisch eingeheftet, also wie es Schuljahr lief, aber da sind manchmal doppelte Kopien drin, obwohl ich das schon probiere zu vermeiden. Da sind irgendwelche handschriftlichen Notizen, mit denen ich nächstes Jahr garantiert nichts mehr anfangen kann. Und es sind nicht wirklich ganze Konzepte für eine Einheit drin, obwohl die da drin schlummern. Die sind da schon irgendwie drin, nur so chaotisch, dass ich sie garantiert nicht wiederfinde. Und dann stellt sich halt die Frage, warum hebe ich das alles auf, wenn es mir sowieso nichts bringt? Und da muss ich dran arbeiten. Aber es ist so ein riesen Mammutprojekt, ich gehe es einfach nicht an. Ich scheue mich davor. Und ich muss, glaube ich, echt mal mit einem Fach anfangen. Ich habe für die Pfingstferien, habe ich mir jetzt vorgenommen, gesagt, ich mache mal mindestens ein, wenn nicht zwei Fächer. Also wenn ich Französisch hinkriegen würde und vielleicht noch Englisch, das wäre schon mal sehr erleichtert. Weil es ist so, also so ein Thema wie zum Beispiel Judentum habe ich in Rallye in der 6. Klasse jetzt gehabt, in der 8. und sogar bei den 9ern habe ich es am Anfang des Schuljahres wiederholt. Und da sind oft ähnliche Arbeitsblätter oder ähnliches Material, was für alle Stufen passt. Aber ich finde es einfach nicht, weil es irgendwo da in den Ordnern ist. Viele digitalisieren ja auch alles. Das klappt bei mir auch nicht so ganz, weil ich recht viele Arbeitsblätter noch habe. Die müsste ich dann alle einscannen. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe kein kluges System bisher gefunden. Ich finde das Ordnersystem schon sinnig, aber in den Ordnern selbst brauche ich mehr Struktur. Da muss ich unbedingt dran arbeiten. Da gibt es das schon. Wir sind schon fast beim letzten Punkt. Ja, wir sind beim letzten Punkt. Ging schnell heute. Vielleicht, weil ich alles schon mal gesagt habe und beim zweiten Mal erkürze ich, glaube ich, einiges dann weg. Der letzte Punkt ist, dass ich mich nicht mehr vergleichen möchte. Ich glaube, dass es heutzutage in Zeiten von Social Media jederzeit seine beste Seite da und 90% der Zeit ziehe ich mir super viel Inspiration von diesen Instagram-Kanälen, die auch Materialien erstellen und selbst Lehrer sind. Und das, also es beflügelt richtig meine Kreativität. Ich sehe da Sachen und denke mir, oh, das möchte ich auch machen, das ist richtig cool und tolle Unterrichtsideen. Die restlichen 10%, das sind die Tage, an denen das bei mir selbst auch nicht gut lief. Und wenn ich dann so einen Account sehe, dann fühle ich mich selbst noch schlechter. Weil ich mir denke, oh toll, wann hast du das letzte Mal buntes Material verwendet? Wann hast du das letzte Mal so schönen Unterricht gemacht? Und sich davon dann zu distanzieren, da muss ich dran arbeiten. Dann will ich an so Tagen zu sagen, okay, dann schaue ich nicht mehr in Instagram rein. Dann muss ich mich da selbst vor schützen, weil es mir und meiner Psyche einfach nicht gut tut. Es zieht mich nur noch mehr runter. Und das ist sicherlich nicht das, was diese Kanäle anstreben. Und ich weiß auch von allen Kanälen, die sagen auch immer, ja, 90% der Zeit machen wir auch normalen Unterricht und dieses schöne Material kommt auch nur ein Bruchteil der Zeit zum Einsatz. Aber ja, es ist schwierig an Tagen, wo es einem selbst nicht so gut geht. Weil es ist unfassbar tolles Material. Und was mir oft fehlt hinter vielen Instagram-Kanälen, da kennt man die Menschen dahinter nicht. Also es sind oft reine Materialkanäle, weil ich auch voll verstehen kann. Viele wollen sich nicht online zeigen, dürfen es auch gar nicht vom Land her. Alles okay, aber das fällt mir dann noch schwerer, die Menschlichkeit zu sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also dann hat man eben oft das Gefühl, oh wow, das ist nur tolles Material, toller Unterricht, alles phänomenal. Und ja, gerade in so Situationen, wenn ich aus einer Klasse rauskomme und nichts funktioniert hat und es der langweiligste Unterricht aller Zeiten, weil ich nur Disziplinprobleme hatte, dann fange ich an, mich zu vergleichen und denke mir, ach, Kollegin XY, die kommt immer klar mit der Klasse und ach, wenn der Kollege da langläuft, dann haben alle Respekt vor dem. Und also das sind dann so Gedankengänge, die muss ich einfach abschalten und wirklich sagen, jeder Lehrer ist unterschiedlich und bekommt auf seine Art und Weise das gut hin und das passt schon irgendwie. Hab zum Beispiel einen Kollegen, wir machen uns selbst immer ein bisschen drüber lustig, beziehungsweise er sich vor allem über mich, weil wir so unterschiedlichen Unterricht machen. Er käme niemals auf die Idee, irgendwas zu laminieren oder von laminierten Sachen die Ecken abzurunden, damit sie nicht pieksen. Also ich finde, das ist völlig legitim. Wir machen uns immer ein bisschen drüber lustig, weil wir eben so unterschiedlich sind in der Hinsicht. Auch so, ich bin die viel stressigere Person, so bei mir muss alles perfekt sein und so und er ist eher entspannter. Aber wir kommen beide gut mit den Schülern klar. Also im Endeffekt sind wir beide, behaupte ich jetzt mal, einfach gute Lehrer und das klappt soweit alles, nur wir sind komplett verschieden. Und da sieht man, dass das, was man macht, eigentlich schon Hand und Fuß hat und voll in Ordnung so ist.
Aber das muss eben auch mein Kopf lernen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist der Punkt, der mich im Moment am meisten auch hier auf YouTube hindert, Videos zu drehen. Weil ich anfange zu vergleichen und dann denke, ach Mann, wer bin ich denn irgendwie jetzt Tipps rauszugeben? Ich weiß doch selbst noch gar nicht alles. Ich bin halt eben in meinem zweiten Dienstjahr. Es gibt Leute, die sind viel erfahrener, es gibt Leute, die sind viel besser, die sind fachlich besser, die sind darin besser. Und dann irgendwann denkt man sich so, okay, was kann ich überhaupt noch, was ich hier online stellen kann? Und das zieht einen dann in so Momenten echt runter. Aber ich probiere da jetzt positiver ranzugehen. Deswegen habe ich auch in letzter Zeit so wenig Videos, weil ich mir echt bei jedem Thema denke, nee, da hast du gar keine Expertise, da kannst du gar nichts zu sagen. Und dann passiert dieses Video nie. Aber Baustellen habe ich, dazu habe ich Expertise, dazu kann ich was sagen. Ja, das ist jetzt ein recht kurzes Video geworden, vielleicht weil ich es eben schon zum zweiten Mal filme. Mich würde mal interessieren, was sind so eure größten Baustellen? An was arbeitet ihr gerade in eurem Lehrerdasein? Woran müsst ihr noch weiterarbeiten? Wir werden nie perfekt, es wird immer Baustellen geben, aber ich glaube, das gehört zum Leben einfach dazu. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!